eh nochmal vorbeischauen. Ich komme nicht mehr. Genau zwischen die Pistolen. Das ist eine Falle. Das sind echt coole Schützenbremsen, die sich hier gebastelt haben. Aber. Ja, die werde ich wohl nicht brauchen. Hättest du in der Schule bleiben sollen. Gut. Hier hätte ich dann mittlerweile. Also hier hätte ich dann auch den Kerl finden können, den. Ja, den einen Kerl, den ich jetzt bei mir im Team habe, der müsste ja, glaube ich, hier drin gewesen sein. Von daher. Gut. Das Anwesen. Eine Frau zu töten. Raus aus dem verdammten Auto! Problem, was ist denn der für eine bescheuerte rote Kappe auf? Okay. Jungs, jetzt wird's ernst. Ich hoffe, ihr habt alle nachgeladen. Ich hoffe, ich habe genug Munition dabei, denn jetzt geht's gegen das Anwesen der Granados. Das am besten. Das tut weh wie eine neue Tätowierung. Oh, die haben nichts gemerkt. Das ist natürlich cool. Dann würde ich mal sagen, versuchen wir es doch erstmal. Na, wer ist das nächste Ziel? Ja. Bringt sie von mir ab! Das war's dann erstmal. Denke ich mir zumindest. Bei dieser Ecke. Für den Eingang sollte es auch genug Jungs gewesen sein. Von daher. Gut. Gehen wir mal rein. Da drüben war einer. Sayonara, Scheißkerl. Hab ich ihn erwischt? Nein, ich glaube nicht. Dann machen wir mal weiter. Vielleicht mit der Magnum. Mal die Jungs viel schneller und effektiver ausschalten. Gut. Haben wir das erstmal geklärt. Alle Angreifer sind tot. Das ist schön. Denn ich brauche. Moment, wo haben wir denn einen? Da. Ich brauche dieses Geschäft. Ach, was soll's, schicke ich dir trotzdem mal hin, einfach um ihn auf den Keks zu gehen. Ich sehe dich. Schön, ein Schuss, ein Treffer, ein Kill. So sollte es auch sein. Diesmal habe ich gar nicht richtig auf ihn gezielt gehabt und er ist trotzdem umgefallen. Von daher. Da! Du bist dran! Ich hab was für dich! So, Jungs. Spaß haben ist angesagt. Schön, noch mehr Jungs, die kommen, um zu sterben. Na dann. Okay. Genau zwischen die Augen. Viel gebracht hat's jetzt nichts, aber. Ja, was sagst du? Wow! Einer von meinen Jungs, der da so schreit. Okay, Jungs, folgt mir bitte. Das wäre mir lieber, als dass ihr da die ganze Zeit rumsteht. Vor allem habe ich dann auch eine bessere Deckung. Oder besser gesagt. Rückendeckung, besser gesagt. Als Deckung habe ich ja sowieso genug, wenn ich mich irgendwo hinterstelle. Aber Rückendeckung eben, das ist dann hin und wieder doch wichtig. Ist die Frage, konnte bisher einer zum Telefon laufen? Das ist hey, so Chief, eine Frage. Soll ich die Tür aufmachen? Genau, deswegen habe ich dich doch dabei. Dominik, wer braucht denn was für dich, den Schläger zu schwingen? Oh, schön. Einen am Boden liegenden zu erschießen, ist natürlich ein bisschen
naja, wie soll ich sagen, gemein, aber... Ich komm ja schon. Mach auf. Es kommt halt hin und wieder vor. So, hier ist niemand. Willst du sehen, was hinter Tor Nummer 1 ist, Cap? Eine Nadel noch. Das war's. Ja, der erste ist verletzt. Das heißt, die Chancen stehen immer schlechter für meine Jungs, obwohl die sowieso schon nahezu auf Null standen, zumindest nach Info des Spiels. Kann sich natürlich immer noch ändern. So, was haben wir denn hier? Da haben wir das Waffen-Upgrade MP38 Stufe 2 jetzt für ihre Familie verfügbar. Das bedeutet, ich habe ein neues Maschinengewehr mit sage und schreibe 50 Schuss. Ah, der nächste ist verletzt. Don Rico Granados. Ah, ich habe einen Don erschossen. Macht man ja normalerweise nicht, aber... Achso, hier kann man das Ganze sprengen. Wo hatte denn... Wo ist denn die... Hey! Wo kommt der denn her? Wow, wow, wow. Das war ein... Bin ich... Nee, 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 nee. Das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte... Granados. Seit wann lebt er denn noch? Kuba. Aha, also kann ich die noch gar nicht hoch... Oder will ich die noch gar nicht hochladen, weil ich... hochjagen. Weil... Es lebt ja noch einer von denen. Das ist ja lächerlich. Das kann ich ja hier nicht so durchgehen lassen. Das, ne. Und ich bin auch durch die falsche Tür gegangen. Durch die falsche Tür. Eine haben wir doch noch öffnen. Ach, hier hinten die dicke Holztür. Ah, genau, hier war das. Schick, schick, schick. So, Jungs. Wo seht ihr denn hier noch ein paar nette Gegner, die wir noch kurz ausschalten können? Zum Beispiel den hier. Okay. Dich habe ich gesehen. Wo bist du? Oh, er ist schon tot. Saubere Arbeit, Jungs. Saubere Arbeit. Ah, mit der Magnum ging das schneller. Nachladen. Aufpassen. Okay. Verdammt, er ist immer noch da draußen. Hm. So schnell kann es gehen. So, dann wollen wir doch mal verstanden. Sehen. Haben wir noch einen davon. Dann legen wir doch schnell mal ein paar Bomben. Nur so zum Spaß. So, zum Spaß. Okay. Dann, nehmen wir uns mal dieses Auto hier. Und machen uns auf den Weg nach... Oh, meine Einkünfte. Kopf im Anmarsch, Chief. Der Motor klingt komisch. Hörst du das? Bloß gut, dass das nur ein Leihwagen ist. So, die Cops kommen, aber da sind wir ja schon längst weg. Hier müssten wir sicher sein. Jetzt geht's nach Kuba, um andere gemachte Männer zu töten, damit die uns nicht mehr stören. Ja genau, lauf einem vors Auto, das bringt dir auch sehr viel. Ja, also Kuba, um ein paar gemachte Männer zu töten.
um genauer zu sein, um alle gemachten Männer zu töten, die noch übrig sind. So. Okay. Möchten Sie einen Flug buchen? Vielleicht. Angenehmen Flug. Finde ich ja dann auch den letzten Mann, der mir noch fehlt. Er steht im Weg, aber nicht mehr lang. Sag mir Bescheid. Ich wollte eh schon mal hier am Flughafen. Oh, der ist sogar. Der Flughafen kann übernommen werden? Ist ja verrückt. Wo sind denn hier die Eingänge dafür? Aha. An so Orten verstecken sie sich natürlich. Männer willst du Teil des Lebens werden? Von dem, wofür wir stehen? Ich kann dich reinbringen. Ja, ich habe Probleme, aber wer hat die nicht? Und ich kann ebenso gut austeilen wie einstecken. Wer sind Sie? Erzählen Sie mir von sich. Knarren und Alkohol sind mir das Liebste. Ich sterbe wahrscheinlich voller Whisky und Löcher, aber ein paar Cops nehme ich dabei auf alle Fälle auch noch mit. Ja. Irgendwas kannst du sicher gut, oder? Ich bin Kämpfer, Dominik. Wenn's Ärger gibt, bin ich am besten. Und ich habe trotzdem noch alle meine Zähne. So, er ist Ingenieur und Schläger, wobei die Beschreibungen sich gerade ein bisschen beißen. Braucht ein paar Drinks, bevor er einen Safe erkennt. Braucht er doch gar nicht, er ist auch gar kein Knacker. Aber er ist ein Experte mit der Waffe. Also. Verdammt, natürlich will ich rein. Moment, hast du das nicht gerade gesagt? Du gefällst mir, Mann. Du gehörst zu uns. Willkommen in der Familie. Gefallen tut's mir nicht so zwingend, dass er Säufer ist und so weiter, aber. Ja, es geht schlimmer. So, erstmal. Die Gesundheit, das ist das Wichtigste. Das hatte ich bei dem anderen, glaube ich, nicht gemacht. Naja, was soll's. Der erste hat sich schon wieder erholt. Klar, dank meiner ganzen Updates ist das Erholen auch beschleunigt worden. So, okay, jetzt kommen wir hier nicht rein. Aber hier kommen wir rein. Bleib dicht bei mir, okay? So, Jungs. Heute. Deponier dort eine Bombe. Räumen wir auf. Der Kerl ist erledigt. Zum Einsturz auf meine Art machen. Warte, ist das dein Ernst? Willst du mich jetzt verkohlen oder wie? Raus hier! Okay. Die Zündschnur ist ziemlich lang, aber wir sollten uns beeilen. Los, oh, los! Ja. Den Safe öffne ich dir mit links. Gut, nicht so rostig. Jetzt die Frage, soll ich die anderen beirufen, um mit beim Angriff zu helfen? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Wo bin ich denn hier? Waffenschmuggelkartell. Mehr Sprengsätze. Ja, das brauche ich jetzt unbedingt nicht, aber der ist noch 6 Minuten außer Gefecht. Muss ich noch aufrüsten. Ja, mehr Sprengsätze brauche ich nicht, aber die Sprengsätze brauchen die anderen auch nicht mehr, deswegen. Erst zertrümmern wir dein scheiß Zeug und dann deine Wiese. Jetzt erstmal ein wenig ab. Das kann alles nicht sein. So, wo sind wir denn hier? Wieder zu dir. Na los. Oh, wer ist denn jetzt schon? Ah, nee, einer nicht von uns. So, oh, da drüben. Was haben Sie hier denn noch? Direkt einer von den Jungs, die ich hergeschickt habe. Ist das Blöde, ich komme da gerade nicht hin. Die anderen da hinkommen. Der läuft schon mal richtig, nehme ich an. Nervig. Ja, okay. Hinten ist ein Flugzeughangar. Aha. Na, komm raus. So, Jungs. Wo versteckt ihr euch hier?
oben ist ein Versteck und da oben ist auch einer meiner Leute.